Ich glaube, dass der Koalition gestern eine gute Lösung gelungen ist, eine gute Lösung vor allen Dingen für Altenpflegerinnen, für Friseure, für Lagerarbeiter und für andere Menschen, die mehr als 35 Jahre gearbeitet haben, die Kinder erzogen haben, die Angehörige gepflegt haben. Sie werden die Grundrente bekommen. Mir war wichtig, dass wir eine Grundrente zustande bringen, die den Namen auch verdient. Dazu gehört, dass die Grundrente automatisch und automatisiert ausgereicht wird über die deutsche Rentenversicherung. Und das ist wichtig auch, damit wir nicht durch überflüssiges Antragswesen Menschen abschrecken, ihr gutes Recht in Anspruch zu nehmen. Es geht auch darum, verschämter Altersarmut entgegenzuwirken. Ein wichtiger Erfolg war gestern auch, dass wir uns vereinbart haben, dass es bei den 35 Jahren im Zugang keine harte Abbruchkante geben soll. Das werden wir miteinander jetzt im Verfahren auszugestalten haben. Aber es ist so, dass mit den 35 Jahren zum einen Zeiten gezählt werden der Beitragszahlung, der Kindererziehung und der Pflege von Angehörigen. Und wir werden einen sanfteren Übergang von Richtung 35 Jahren organisieren. Wir werden die Grundrente durch einen erhöhten Bundeszuschuss an die Rentenversicherung finanzieren, das heißt aus Steuergeldern. Dazu wird die Finanztransaktionssteuer den überwiegenden Beitrag leisten, über 1 Milliarde Euro. Mindestens 1 Milliarde Euro aus der Finanztransaktionssteuer sind in der Koalition auch mit dem Finanzminister vereinbart. Mit der gestrigen Koalitionsvereinbarung ist auch klar, dass die Finanztransaktionssteuer zum 1. Januar 2021 kommen wird, um somit die Finanzierung auch abzusichern. Es wird weitere Beiträge geben aus Steuern, auch durch einen Beitrag dieses Hauses, des BMAS, sodass wir eine auskömmliche Finanzierung hinbekommen werden. Sie haben ja gestern, ich habe das auf Twitter gelesen, auch gefragt, wie viel der Berechtigtenkreis und die Finanzierung im Einzelnen sind. Wir haben gestern Korridor angegeben von 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen und etwa 1,5 Milliarden Euro, das im Startjahr 2021 kosten wird. Diese Range von 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen und damit auch die Range bei den Kosten in diesem Umfang ergibt sich aus den Vereinbarungen, dass wir beispielsweise diese harte Abbruchkante noch ausgestalten müssen im Verfahren. Aber es ist ein klarer Korridor vereinbart. Und das ist auch eine wichtige Nachricht, dass wir mit der Finanzierung aus Steuern dafür sorgen werden, dass es keine Beitragssatzerhöhung in der gesetzlichen Rentenversicherung durch die Grundrente geben wird. Wenn Menschen so wenig verdienen, dass sie keine Steuererklärung abgeben, ist davon auszugehen, dass sie keine Einnahmen haben zusätzlich, jedenfalls im nennenswerten Umfang. Und das werden wir klarstellen an dieser Stelle. Es wird ohnehin sehr, sehr viel auch von sehr kundigen Thebanern an Dingen erzählt, sagen wir mal so. Darf ich es mal ein bisschen karikieren? Wir haben uns jetzt wochenlang über die Frage unterhalten, wie viele Lagerarbeiter in 2 Millionen schweren Villen leben. Wir haben uns jetzt wochenlang darüber unterhalten, welche gigantischen Einkünfte Menschen haben, die ihr Leben lang als Friseurin gearbeitet haben und die haben alle einen ganz reichen Ehepartner. Nun haben wir Lösungen gefunden, um Extremfälle rauszufiltern. Es ist jetzt so, dass durch die Berücksichtigung von Partnereinkommen beispielsweise berücksichtigt wird, wenn es so ist, dass es sehr hohe Zusatzeinkommen gibt. Aber wir haben uns gefunden auf der Höhe der Einkommensfreibeträge, wie ich finde, auf einer fairen Basis. Die Ermittlung erfolgt über die vorliegenden Daten der Finanzverwaltung. Und bei Menschen, die in diesem Bereich keine Steuererklärung abgeben, weil sie wirklich wenig bekommen. Und ich habe ja gesagt, in Ostdeutschland sind zu 90% die Menschen allein auf die gesetzliche Rentenversicherung angewiesen. Ist es so, dass diese Form von Unschärfe tatsächlich auch vertretbar ist. Und Sie werden trotzdem erleben, Frau Siems, dass Menschen, die aus ganz anderen nachvollziehbaren grundsätzlichen ideologischen Gründen gegen die Grundrente sind, Einzelbeispiele missbrauchen werden, um die Grundrente insgesamt in Verruf zu bringen. Aber ich finde, dann sollte man mit offenem Visier seine eigentlichen Gründe nennen, dass man das nämlich nicht will, wie das große Initiativen in Deutschland mit viel Steuergeld in Anzeigen auch machen und sowas nicht fortschützen. Ich finde es vertretbar. Die Kanzlerin hat wohl in der Unionsfraktion gesagt, dass sie eine Lösung will, die zu 90% das sicherstellt. Es wird immer Unschärfen geben, aber die halten wir zu vertreten. Denn wir haben uns sehr, sehr viel Gedanken in der Koalition gemacht, wie wir das miteinander ausgestalten. Und das finde ich einen guten Lösungsweg.